Servus, ich bin euer Heubi von den Franconian Vipers und wie ihr seht, schon auf der IWA mit dabei habe ich heute den Lauch und den Bauch. Und wir schauen uns mal an, was es heutzutage alles so im Airsoft-Bereich Neues gibt. Herzlichen Dank geht an dieser Stelle raus an Airsoft-Tipps und an GSG, mit dieser Hilfe wir hier sein dürfen. Und ja, viel Spaß auf der IWAT 2018. Wir haben nichts an! FV! Danke! Friede! Oh, du siehst Multicam außen, die Außenkontur ganz scharf. Ja, sein Körper unten so stabil. Genau. Bei meinem Anzug, obwohl die Farbe nicht passt, siehst du es nicht. Ja. Oder zwar spürst du es. Ja, es verarscht das Auge. Genau, richtig, es verarscht das Auge. Du nimmst es. Servus, mein Name ist Matthias Brüggin. Ich habe schon Camo entwickelt. Das ist ein ganz neuer Tarn, der vor allem richtig funktioniert. Also ich habe hier mit einem Tarnanzug, der deutlich überlegen ist, den aktuellen marktverfügbaren. Der funktioniert sowohl im Tannenwald, Laubwald, auf einer Wiese, im Busch, im Bereich, wo es extrem grün ist, aber genauso gut auch im braunen Bereich, im semi-ariden Bereich. Das Ganze basiert eigentlich auf der psychologischen Wahrnehmung. Das Muster verarscht euer Unterbewusstsein und euer Bewusstsein merkt gar nicht, dass da irgendwas komisch ist. Und deswegen sieht man das Ganze nicht. Ihr könnt einfach auf meine Internetseite gehen, concamo.com, und euch da ganz viele Bilder anschauen. Und wenn ihr so einen Anzug wollt, ab Mai, Juni bringt die Firma Leo Köhler die erste Anzüge auf den Markt. Andere Firmen ziehen nach, wie Centauron mit Gear. Und es wird die nächsten Monate noch einiges Neues kommen.